Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächster spricht Dr. Blechschmidt für die FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, in aller Gelassenheit, ich bin ein großer Anhänger der Aktuellen Stunden. Aktuelle Stunden, die einen Arbeitstitel haben. Ich kann es nicht hören, dass die uralten Reden immer wieder das, was der Herr Wagner versucht, uns zu erzählen, zu einer Aktuellen Stunde zum Inhalt gemacht wird und der Arbeitstitel aus den Augen verloren wird. Ich kann es nicht mehr hören. Ich werde zur Aktuellen Stunde kurz Stellung nehmen, so wie die Grünen das vorgegeben haben. Ich bringe nochmal den Arbeitstitel Herr Wagner in Erinnerung. Vielleicht sollten wir im Juni mal über Europapolitik uns unterhalten, abermals, dann können wir uns austauschen. Ihr Arbeitstitel ist bundesweit erster Abgeordneter der AfD in Hessen, ist kein Zufall. Erster Abgeordneter. Das ist hochinteressant, das entsprechende Programm vom Landtag wird ja im Internet gepostet. Was der ein andere heute Morgen, als er das gelesen hat, was die Grünen da bezwecken, gepostet hat, die erste Frage: Warum ist für die Grünen die AfD ein Thema? Und darauf hat einer derjenigen, die da mitgewirkt hat, geantwortet, das ist typisch für die Grünen, an sich sowas zu erfreuen. Und dann sind sie die Ersten, wenn mehr als ein Abgeordneter der AfD neben ihnen sitzen würde. Mehr als ein Abgeordneter der AfD neben ihnen sitzen. Das zeigt doch auf, dass die Verlogenheit bei ihnen gegeben ist. Dass es Ihnen gar nicht um die politische Auseinandersetzung geht. Sie persönlich vor 8 Tagen aufregen, dass ein AfD-Abgeordneter mal neben Ihnen sitzt und Sie heute eine Aktuelle Stunde machen, dass es nicht der einzige sein wird, sondern noch mehr folgen werden. Das spricht für sich. Das zeigt Ihre Aufgeregtheit auf. Das sollten Sie mal auch im Herzen tragen, wenn Sie hier reden und das, was zum Thema auch gehört. Ich habe mir das Programm der AfD mehrfach angeguckt, um einfach darauf erwidern zu können. Es sind mehrere Seiten, die zusammengeschrieben sind. Aber wer in seinem Programm nur zum Thema Europa reinschreibt, Deutschland braucht den Euro nicht, die Wiedereinführung der D-Mark darf kein Thema sein, und dann wenige Wochen danach, obwohl er eine geordnete Auflösung des Euro-Währungsraumes gefordert hat, am 18.05. zu sagen, nämlich Bernd Lucke, nicht Deutschland soll den Euro verlassen, sondern die südeuropäischen Staaten. Das ist doch viel besser als ein Euro-Austritt. Deutschland, der zeigt auf, wie wichtig ihm Politik ist, wie ernsthaft ihm die Politik ist. Ich bedauere außerordentlich, dass das Thema heute der Aktuellen Stunde so gewählt wurde, weil wir werten etwas auf, was selbst vom Programm nicht gehalten wird, von den aktuellen Äußerungen nicht gehalten wird. Ich arbeite und wir alle sollten arbeiten. Wir sind im Wettbewerb, dass der einzige Abgeordnete der AfD in einem Parlament der einzige Abgeordnete bleibt, nicht der erste bleibt, dass das der letzte Abgeordnete sein wird, weil Europa hat dieses Thema, wie die AfD es belegt, wahrlich nicht verdient. Ich danke für die Bravo-Rufe, hätte mir einen besseren Arbeitstitel gewünscht, nämlich Ihr Arbeitstitel zeigt auf, dass Sie eigentlich das Gegenteil wollen. Danke für die Aufmerksamkeit.